Ich meine, wir haben den Atlantik auch nicht wirklich gekannt. Wir haben irgendwie die Wahrheit, die grossen Ozeane, also riesige Wellen und Wind und stürmt und macht und tut. Und ja, dann sind wir mal losgefahren und dann hat es keinen Wind gehabt. Ja, nach den ersten 60 Stunden hat es immer noch keinen Wind gehabt. Flach, flach, flacher und flacher. Das Meer ist dann unglaublich schön, aber wenn du keinen Wind hast und keine Wellen, wenn du nicht ruderst und richtig Gas gibst, kommst du nicht vom Fleck. Das hat dich irgendwann einfach mental auch fertig gemacht. Ich liege gerade in meiner Kabine. Wir haben eine Stunde Pause, bevor es wieder losgeht. Wir haben die ersten 60 Stunden, dann müssen wir das dritte durchrudern. Sprich, wir haben nur eine Stunde Pause jeweils nach 3 Stunden. Und das jetzt ist die erste grosse Pause. Jetzt schaut man um auf 2 Stunden Ruder, 2 Stunden Pause. Und es fühlt sich so gut an. Ja, und sonst eigentlich sind wir guten Dinge, wir sind gut dran. Alle immer noch hoch motiviert. Wunderschönen Tag, hier auf Atlantik. Montag 16. 2. Der Wind geht wieder zusammen. Yes! Ich habe schon mega genossen während der Überfahrt, dass wir so als Familie gemacht haben, so Brüder, Cousin. Weil du das eben, wir haben das ja schon sehr gut kennt und eben, es hat einfach funktioniert. Wenn du es jetzt alleine machst, dann ist es nochmal eine ganz andere Challenge, weil dann bewegt sich das Boot ja auch nie, wenn du mal Pause machst. Let's keep pushing. Boah, es ist krass. Das war jetzt heftig, die Nachtschicht. Alter, es ist einfach stockdunkel. Boah, das ist wirklich... abartig! Ah, das ist ja schon. Also irgendwann, du bist so kaputt und müde irgendwann und du bist in der Nacht aufgestanden und hast auf die Uhr geschaut und du hast die Zeit zwar gesehen, aber du hast nichts gepeilt. Zurück ins Bett. Ja. In dem Fall 10 Minuten. Du bist entweder wieder zurück ins Koma gehabt oder hast du es irgendwie geschafft aufzustehen? Das waren so spezielle Momente. Guten Morgen. 15 Minuten ist weg. So, wir sind leading our boat. And we got a lot of stuff on it. Doing this, someone is visiting us. Schlecht! Das war ja gut! Ja.
jetzt für mich sind dann noch die Momente, wo wir eigentlich Tiere gesehen haben. So all die Delfine, die wir gesehen haben, oder auch Wale. Also, wir haben so einen Salzungsanlage auf dem Boot. Das ist eigentlich also so eine Wasseraufbereitungsmaschine, die dann einfach Salzwasser anzieht. Und dann hast du zwei Filtersysteme, die das Wasser reinigen. Und dann habe ich so zweimal am Tag frisches Wasser gemacht. Was ich gerade mache, ist, haben wir so Essenspäckchen abgepackt. Und ich schaue jetzt alle noch durch. Also der Durchschnitt war etwa 5'000 Kilokalorien pro Tag. Ja, also ich bin gerade am Essen. Komm, wir jetzt doch das Pasta-Zeug entschieden. Eben zum Beispiel der Pei, wegen dem wir den zugenommen. Der hat 8'000 und mehr gegessen eigentlich. Georg und ich waren glaube ich etwa bei 6'000 bis 7'000 pro Tag. Und der Matti, der hat etwas weniger gegessen. Nach Tag 20 hat er noch 22 Päckchen. Also Matti hat eigentlich die erste eineinhalb Wochen hat er praktisch nichts gegessen. Hygiene. Nach jeder Schicht wird der Popo geputzt, der Achsel geputzt, der Bein geputzt, die Knie geputzt, die Hände geputzt. Also der Georg und ich haben es wirklich 40 Tage lang angehabt. Irgendwo auf dem Boot eine Uhr installiert, so haben wir nicht gemacht, sondern eben, wir haben einfach immer die Fortisuhr angehalten und das ist einfach optimal. Hey. Und es ist jedes Mal, wenn ich sie wieder anlege, dann plötzlich denkst du an Sachen, die irgendwie ganz vergessen gegangen sind. Was ich halt immer mega schön gefunden habe, war der Sonnenaufgang. Und da habe ich mir immer so ein bisschen gemerkt, weil es hat sich auch immer wieder verschoben. Habe ich wieder gemerkt, so, welche Zeit der Boot aufgeht. Und dann habe ich nachher geschaut, dass ich meistens in dieser Schicht rudern kann. Dann hat Fortis auch geholfen dabei. Die 40 Tage rechnen wir. Es ist eine sehr lange Zeit. Aber. Aber ja. Was wissen wir schon von dem Zeug? Und. Wir sind jetzt voll am Pushen und hoffen, dass es einfach schnell durchgeht. Ja. Einfach noch so ein blaues Spiel. Guten Morgen, ohne Sorge. Gutes Morgenli. Habe ich schon viel abgenommen? Ich glaube schon, das Sixpack habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Thank you.
sind erschöpft. Ich bin erschöpft. Gestern ist man während der Nachtschichten also körperlich gut gegangen. Ich habe mögen rudern, alles gegangen. Aber mental ist mir nicht so gut gegangen. Was ironisch ist, weil wir sind ja so kurz vom Ziel. So neu hier 100 nautische Meilen. Aber es geht noch eine Weile, bis wir ankommen. Ja. Oh, meine Hände sind selber wärm steif. Also meine Finger vor allem. Bis sie wieder warm sind. Ich finde auch, also es ist jetzt noch schwierig, so einen genauen Charakterzug zu zeigen, aber ich denke, es hat mich schon weitergebracht. Und ja, es ist auch, dass man halt wirklich etwas schafft, was im ersten Moment vielleicht jetzt eher ein bisschen unwahrscheinlich tönt. Hola miteinander! Da ist der Giorgio! Giorgio geht gerade seine Töpperwehre putzen. Weil das stinkt. Das Team ist da, das Team ist füreinander da. Das ist schon mega schön zum Erleben auch. I can see Antigua! Finally! After 40 days! Richtig geiles Gefühl. Vielleicht ist es heute der letzte Tag. Vielleicht aber der zweite ist. Noch 40 Tage endlich! Endlich wieder mal Land gesehen. Hey, hey! Die letzten 8 bis 10 Stunden waren wir glaub, so vollpumpt mit Adrenalin. Wir waren noch nie so schnell unterwegs gewesen wie in diesen 10 Stunden. Du hast dich mega darauf gefreut und dann bist du immer näher gekommen. Let's push. Wir haben noch 6,74 Meilen. Der letzte Sonnenuntergang. Richtig schön noch. Wenn man wirklich etwas will, dann kann man auch sehr viel aufopfern dafür und man kann seine Ziele erreichen, die man sich setzt. Man muss einfach lernen und wissen und herausfinden, wie man dort hinkommt. Aber eben, wo ein Wille, da ein Weg.